Moin Leute, herzlich willkommen mal wieder zum Pakete auspacken mit eurem Lieblingspostboten Angel. Heute haben wir im Hintergrund einen Ventilator, den könnt ihr aber nicht hören, weil ich mein Mikrofon gut angepasst habe. Also ich wollte so einen coolen Move machen, das ging einfach nicht. Sei bloß vorsichtig. Yeah. Wow. Hier ist das Baby. Uff. Das sieht aus wie eine Mülltonne irgendwie. So eine neumodische Mülltonne. Guck dir das an. Das ist doch echt wild, oder? Stufe 1? Stufe 10. Das habe ich mir gegönnt. Ein richtig komisches Kissen, Mann. Ich dachte wirklich, ich kann darauf richtig gut liegen. Aber mein Körper versteht das nicht, wie man darauf liegt. Normalerweise soll man darauf so liegen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also teilweise habe ich dann so drauf gepennt und das war übertrieben unangenehm. Teilweise war ich so auf 0 auf 15 drauf. Und teilweise habe ich das auch umgedreht und bin so wieder aufgewacht. Qualität war auch nicht sehr nice. Hat, glaube ich, 25 Euro oder so gekostet, was für ein Kopfkissen echt wenig ist. Und es ist... Das ist so hart, Mann. Ich habe mir noch was gegönnt. Was haltet ihr von dem Kissen? Das sieht nach nichts aus, ne? Das ist ein Wasserkissen. Hier ist Wasser drin. Ist einfach Wasser drin im Kissen. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe eine Rezension gelesen auf Amazon. Ja, das Ding ist wie so ein Kühlakku. Und ich dachte mir, ey, geil, auf dem Kühlakku zu liegen, übertrieben nice. Aber die meinte damit die Härte auf Wasserkühlung angelehnt. Pff. Also, habt ihr noch Wasserkühlung im PC, Alter? Ich habe Wasserkühlung in meinem Kopfkissen drin, Mann. Ein kleines Paket. Ein kleines. Dass ich endlich mal wieder Zuschauerpakete bekommen habe hier. Und das schön eingepackt. Es gab Probleme mit meinem Netzwerk, dass da irgendwie Pakete verschwunden sind. Ich bin dran, Jungs. Ich bin dran. Panzertape ist doch was Schönes. Ja, total entspannt, Digga. By the way, das Paket ist von Dicker Vapor. Bro, wie viel hast du mir geschickt? Alter. Ey, das ist die Eisbazooka, die ich mir von Amazon holen wollte. Gut, dass es kein Glas ist. Ich würde so schnell kaputt kriegen. Weil wir haben hier noch einiges vor uns, Chat. One Nation Kohle, die einzig wahre Kohle. Was kann das sein? Was? Goldenen Kamin? Ha! Yo! Ach, Dicker, du rettest mir meinen Arsch, ne? Weißt du auch warum? Ich habe kein gescheites Sieb mehr, was nicht auseinander geht. Jedes Sieb bei mir, auch das, was ich gerade verwende, geht auseinander. Es schickt mir Beef Jerky mit. Bro, weißt du, wie viel Beef Jerky ich hier hab, Alter? Ey, das ist gerade wie Weihnachten für mich, ne? Passion on Ice. Ist das, was Wishy hat? Tabaksamen. Alter, was? Da sind die Samen. Magic Garden Seeds. Einfach Tabaksamen drinne. Ey, das sind verschiedene Tabaksorten. Aber ich weiß nicht, ob das was wird. Ist das von... Sieht aber schön. Hokain? Yo, was ist das denn für ein fetter Oschi? Jetzt habe ich zwei davon. Der ist ja viel breiter als meiner. Alter, guck dir die Struktur da drin an. Das glänzt da drin. Das ist limitierte Version. Limitiert? Schön, die 26er. Und das andere waren 27er. Nicer Booty. Gönnt euch. Was ist denn das? Ist das ein Messer? Weil ich sehe hier einen Schleifstein. Das ist doch ein Schleifstein. Bro, ist nicht dein Ernst. Ich bin selber voll aufgeregt. Ich fange an zu schwitzen. Ich mache nur mit zwei Fingern. Ich habe keine Ahnung. Digga, du bist der Retter Not, weil meine Messer haben so langsam den Geist aufgegeben. Damit kannst du dich rasieren. Ey, Süße, darf ich das einmal zeigen? Nee, sie muss das auspacken. Sie muss das auspacken. Ja, will ich auch. Ey, Blaulicht, ne? Digga hat mir Blaulicht geschenkt. Ey, ja! Dafür einen Hyperclap in den Chat. Hättest du mal was Neues bringen können. Nein, danke. Ich hab seit zwei Monaten keinen mehr. Ja? Seit zwei Monaten, nee. Ich hab mir zu viel Kiwi Punch geholt. Ich hab sogar die Flavor Drops bekommen von ihm. Minze Flavor Drop. Einmal schnüffeln, bitte. Nein, es ist runtergefallen. Könnt das den ganzen Tag riechen. Digga, die machst du in die Bowl rein und dann hast du Minze. Ein Abstandshalter. Wie nice ist das denn? Ey, Süße, das steht dir so gut. Guck mal, dicker Vape auf. Guck mal, ich wollte heute überhaupt nicht hinkommen, ne? Und jetzt hast du es sogar geschafft. Das sind vernünftige Zangen. Damit kann man Fleisch umdrehen am Grillen.
Das sieht wirklich... Also, es leuchtet krasser, als es hier im Stream zu sehen ist. Guck mal, alleine wenn ich die so halte, wie krass die leuchtet. Kunai wirfst du eigentlich. Die hältst du eigentlich mit zwei Fingern und die wirfst du dann so nach vorne. Ich habe einmal Ninjutsu gemacht. Ich habe mir sagen lassen, ich durfte schon mal Sozialstunden machen, weil ich vielleicht mit meinem Equipment, mit meinem Waffenequipment, was ich hatte, auf Coesfelder Straße mitten auf einer Riesenkreuzung erwischt worden bin damit. Man weiß es nicht. Waffenschein dafür habe ich auf jeden Fall. Na? Junge, was hast du für einen spitzen Finger, Mann? Du kannst damit Kohlen umdrehen. Der Fingernagel geschnitten. Wahrscheinlich auch für die Queen. Dicker, ich weiß jetzt schon, in welcher Tasse ich jetzt jeden Morgen Kaffee machen darf, ne? Deswegen will ich eigentlich keine Geschenke bekommen, weil wenn da nur eine Sache dabei ist, die ich nicht so krass feier, dann bin ich da so, hä, danke. Aber da waren echt nur Sachen da drin, die ich übertrieben gefeiert habe, Mann. Ein Paket, mal wieder, von Dicker Vapor. Und es ist echt, es ist größer als das letzte. Bro, da kommt ein minziger Geruch raus, ne? Ein kleines Paket für Stevie und die Queen. Eine kleine Überraschung und eine Challenge. In dem Paket sind 4 Shots. Mal sehen, ob du herausfindest, um welchen Tabak es sich handelt. Die Lösung ist in den nummerierten Umschlägen, aber erst probieren und dann öffnen. Natürlich sind die Tabaksorten eine Überraschung, aber bei einer Sorte passt das Motto, ist er zu stark, bist du zu schwach. Ist saugen, ach sagen, mal ein zeitlich nicht ganz passendes Geburtstagsgeschenk dabei. Ich hoffe, es passt und gefällt dir. Ja, safe call. Aber natürlich war noch Platz im Paket, also habe ich noch ein paar kleine Überraschungen mit reingepackt. Wünsche guten Rauch. In diesem Sinne, gönn dir, Bro, mit freundlichen Grüßen. Ey, das wäre doch mal ein Format. Wie wär's, wenn ihr mir Pakete zuschickt und da ist eine Challenge drin, Mann. Und diese Challenge muss ich dann machen. Alter, das ist ein easy Video. Das ist geiler Content. Und Digga, ich kann damit vielleicht Geld verdienen. Wir haben hier 1 Kilo wieder One Nation Kohle. 50er Set Somo Alufolie. Ehrenwert. Kann man immer gut gebrauchen. Deine Rolle hält sogar noch. Das hier? Das sind die Probiersets, oder was? Endlich mal einer, der mich hier vor Herausforderungen stellt. Oh, Dickerchen, ich sehe hier doch Eiskaktus. Yes! Der Grape Mint. Ja, wie wieder Black Nana, Junge. 7 Days Cold Death? Ey, den wolltest du mir schon lange mal empfehlen. 14,90 €? Als ob die so günstig sind. Noch Strong Orange, perfekt. Ich hoffe, die Charge knallt mich nicht. Bro, dann noch die ganzen Shots. Bro, wer ist er? Booster? Ist das eine Limited Edition von Emporgy oder was? Bro, mach diese Bürste über deine Lippe weg, danke. Wie wär's, wenn du einfach mal gönnst, Alter? Soll ich zu meinem Körper hingehen und sagen, yo, Digga, wie wär's mal mit ein bisschen mehr Bart, Mann? Bro, sie wird sich so krass darüber freuen. Warte, ich muss das jetzt hier in die Cam halten und dann muss ich's ihr geben, weil sie wird den Stream wahrscheinlich sehen. Das ist ein Harley Quinn Kugelschreiber. Sie ist so gefreut. Ey, dicker Center Shocks? Geil. Chat, wir sind Profi, okay? Ich zeig euch jetzt, dass ich nicht eine Miene verziehen werde. Nicht so wie Tan. Tan kaut direkt, Digga. Ich lutsche die Dinger jetzt aus. Pass auf. Nein. Staub. Ja, easy. Beide weg, nicht eine Mine verzogen. Geld mein Level, man. Meine Schaden, Alter. Ja, Mann, ich hab endlich eine Hotplate wieder. Ich kann wieder Kohle anmachen. Meine Kohle habe ich in letzter Zeit mit einem Gasgrill angemacht. Und der Gasgrill hat sich selbst weggeschmolzen. Nice, oder? 30 € komplett für das Chat. Dickes Bock in den Chat. Dickes Bock. Oha. Ich dachte, das wäre Holz gewesen. Hä, was habe ich? Boah, ich finde, wenn man Kaugummi isst, man wirkt voll abgehoben. Ich fühle mich gerade übelst abgehoben, Mann, weil ich hier sitze und so. Boah, das fühlt sich saugeil an. Hier kommt ein Kopf mit dabei? Yo, was ist das für ein Durchmesser? Da passt mein Finger durch, Mann. Nein, hier ist eine Wespe drin. Bro, piss dich. Ich glaube, das ist mein erster glasierter Schlauch, wa? Oha, da war Druck auf den Lurris. Übel nice. I know it. Sogar in schwarz, ey. Sogar in schwarz. Ey, das heißt, ey, hier passt ein Molassefinger zwischen. Übel nice. Das ist immer so schade, die auszubrennen. Dann glänzen die nicht mehr so. Oh nein, ich hoffe, das ist nicht so ein Teil, das direkt rausspringt, wenn du zu kräftig auspustest. Hä, wie kommt denn das Geräusch zustande? What? Die Flöte 32, Mann. Da sehe ich mich.
Ey, das ist meine Verführungsflöte. Ihr werdet jetzt alle spenden. Da steht das Prachtstück. Und Dicker, vielen Dank für dieses nice Paket, Alter. Chat, nehmt euch mal ein Beispiel an, Dicker Mann. Yo, was ist das denn für ein fetter Oschi? Jetzt habe ich zwei davon. Der ist ja viel breiter als meiner.